Hallo, ich bin der Clemens und das ist der Landeplatz in Söll bei der Hohensalve. Der Landeplatz gerade frisch rausgemäht, deswegen liegt der Windsack auch noch. Hier Richtung Süden sieht man den Bergkegel der Hohensalve, ein wunderbarer Flugberg, der Startmöglichkeiten, Startplätze in alle Himmelsrichtungen bietet. Hier große Wiesen rundherum, trotzdem sollte man das Außenlanden vermeiden. Zum Teil wird 20 Euro für manche Flächen verlangt, laut Landetafel. Ja, und der typische Talwind, der kommt hier von Nordost herein, wird aber nicht besonders stark in der Regel. Hier zur Hohensalve kommt man direkt über die Bergbahn, keine 500 Meter entfernt.